Anfang März hat der Winter Schleswig-Holstein noch fest im Griff. Schnee und Eis bedecken die Kulissen der Immenhof-Festspiele. Der Spielort des Erfolgsstückes wartet darauf, aus dem Winterschlaf geweckt zu werden. Die Vorbereitungen dazu haben bereits begonnen. Nun ist es soweit, dass wir mit den Proben beginnen. Und jetzt beginnt für uns alle eine spannende Zeit. In den Räumen des Berghotels Brunskoppel hat sich das gesamte Ensemble zur ersten Leseprobe getroffen. Zuerst gibt der Vereinsvorsitzende Jürgen Plötzner einen Überblick über all das, was die Laiendarsteller in den nächsten Monaten erwartet. Schon die Aufregung bei uns sehr groß gewesen, dass es heute nun endlich losgeht und wir hier zusammenkommen. Noch ahnt die Schauspieltruppe um Regisseur Jürgen Plötzner nicht, dass sie alle gemeinsam einige tausend Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten, bis das Stück Hochzeit auf Immenhof auf der Freilichtbühne stattfinden kann. Ich weiß nicht, da muss doch was passiert sein. Wo kann man sich denn mal erkundigen? In den ersten Proben erarbeitet sich die Theatergruppe gemeinsam das Textbuch, um so ein Gefühl für das spätere Schauspiel auf der Bühne zu entwickeln. Für einige Darsteller sind die Filme der Immenhof-Trilogie Neuland. Andere verbinden Kindheitserinnerungen mit Dick, Dalli und den Ponys. Spontan habe ich mich als kleines Kind in Heidi Brühl verliebt und bin so dann über diese Filme der 70er dann irgendwann mal zu den Filmen der 50er Jahre gekommen. Damals 10, 11, 12-Jähriger gesehen habe. Ich muss auch gestehen, wie viele Jungs meines Alters auch, fand ich Dick ziemlich gut. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer zweiten Stellprobe. Wir spielen heute die noch nicht gespielten Bilder vom letzten Mal. Das sind Bild 15 und 32 zuerst. Nach den ersten Lesungen wurde dann das Schauspiel dazu aufgebaut. Die sogenannten Stellproben begannen. Wir hatten eine ganze Reihe seriöser Angebote, echt meine Anträge, aber ich habe sie alle abgelehnt. Angebote? Wir heiraten nämlich nur einen Kaufmann. In diesen wird der Text weiter gefestigt und dazu die Bewegungsabläufe auf der Bühne entwickelt. So, da sind wir wieder. Ja, wie seht ihr denn aus? Herr von Rode ist ins Wasser gefallen und ich habe ihn gerettet. Danke. Ja, das war ein sehr schönes Spiel hier zwischen euch drei. Ihr habt auch so ein bisschen so improvisiert, dass ihr Sachen gebracht habt, die gar nicht drinstanden. Aber es ist gut so. Also da. Macht nichts, dann weitermachen letztendlich. Ja? Wissen Sie, aber versucht halt, das jetzt mit einzubauen, dass Trine ihren Text dann aussprechen kann. Trine kommt aber ein bisschen zügiger dann. Jetzt warst du irritiert. Ja, ich war der Meinung, dass Putlich auch noch geht. Ja. Neben den Gesprächen rund um die Regie musste das Team der Immenhof-Festspiele auch immer wieder technische Probleme lösen. Ja, aber das ist, hätte ja nichts genützt. Hätte nichts genützt, weil wir keinen Platz haben. Natürlich wurde nicht nur stundenlang geprobt. Zwischendurch gab es vom Catering-Service immer wieder eine Stärkung. So spät noch, ihr beiden. Die ältere Generation kennt die Immenhof-Filme aus ihrer Kindheit. Doch wie stehen die jungen Schauspieler zu den Geschichten aus den 50er Jahren? Also ja, immer so ein Traum, weil mit den ganzen Pferden und so ein ganz großer Hof und so ist immer noch für mich so ein Traum. Ich möchte auch eins halt so einen großen Hof haben. Ja, es ist sehr unbeschwert, also nicht so wie heute so. Also irgendwie, das kommt alles so locker rüber, so problemlos. Zügig schritten die Proben voran und wurden ab Anfang April auf die Freilichtbühne verlegt. Hier erinnert nur wenig an den späteren Spielort. Ruhe am Set! Und bitte! Doch, zu Anfang steht genau, es gar nicht. Anfangen. Da fängst du an. Auch wenn an den Übungstagen gewissenhaft gearbeitet wurde, der Spaß kam nie zu kurz. So, Herr von Roth, damit hätten wir der Form Genüge getan. Die Familie Jans ist ja ausgezeichnet bei Ihnen, oder auch? Stopp! Dass dir das ausgerechnet passiert, das wird rausgeschnitten. Oh nein, das bleibt drin. Neben den Vorbereitungen der Zweibeiner musste auch der Einsatz der Vierbeiner geübt werden. Der Umgang mit der Kutsche
Das Reittraining mit den Pferden und die Kombination aus beiden wurde regelmäßig geprobt. So ist schön. Prima machst du das. Besonders für die Reitanfänger der Schauspieltruppe kein leichtes Unterfangen. Wie fühlt Mann oder Frau sich eigentlich, wenn man weiß, dass später auf der Bühne Reiten und Schauspielen zugleich abläuft? Nee, ich denke, dass es nicht so kompliziert wird. Man merkt, ich kann mich jetzt auch gut mit dir unterhalten. Text ist eine Sache des Auswendiglernens. Ja, das ist schon was anderes auf dem Pferd. Ja, man muss an vieles denken, an Text, das Pferd unter Kontrolle halten. Parallel wurde in den Räumen des Berghotels ein Büro eingerichtet. Hier wurden alle Schritte koordiniert und später soll hier auch der Kartenverkauf stattfinden. Bild 5 mit Musik 4. Das ist dann... Moment. In diesen Räumen ist auch Dorit Fehring zu Hause. Die Hamburgerin unterstützt die Immenhof-Festspiele finanziell und hat eine ganz besondere Beziehung zu Malente. Ich habe die Beziehung dazu, dass mein Vater und mein Großvater Gutsinspektor auf Gut Roten Sande, heute ja genannt Gut Immenhof, gewesen sind. Und ich bin hier bei meinen Großeltern groß geworden und damit habe ich natürlich, ja, bin ich immer wieder hier und liebe den Immenhof. Eben auch für, nicht nur für Kinder gedacht, sondern eben auch für Erwachsene, die die Filme ja von damals kennen. Und dann kommt Großmutter mit ihrer Enkelin, wie auch immer, und sagt, ja, so war es früher. Auf dem nahegelegenen Gut Beel wurde im Rahmen eines Hoffestes eine Kurzfassung des Schauspiels Die Mädels vom Immenhof aufgeführt. Der Verein Immenhof-Festspiele Malente stellt sich Ihnen heute mit einigen Bildern aus der letztjährigen Premierensaison vor, mit dem Bühnenstück Die Mädels auf Immenhof. Guten Tag! Also. Mit dieser auf 15 Minuten gekürzten Fassung des Bühnenstückes wurde Werbung gemacht für das diesjährige Stück Hochzeit auf Immenhof und die Zuschauer so direkt vor Ort angesprochen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, begaben sich die Schauspieler in ihren Kostümen in die Menschenmenge, verteilten dort Autogrammkarten und luden die Gäste zum Schauspiel ein. Kommen Sie, wir laden Sie kostenlos dazu ein. Die Freilichtbühne am Berghotel Brunskoppel war zu dieser Zeit längst in den Händen der Handwerker. In intensiver Arbeit wurden die Kulissen für die Hochzeit auf Immenhof angefertigt. Die Scheune wurde zum Forsthaus mit Oma Jansens Wohnzimmer umgebaut und eine Kirche für die Hochzeit von Margot und Jochen von Roth entstand. Von jetzt an konnten die Proben in den fertigen Kulissen stattfinden. Lediglich Malerarbeiten mussten noch ausgeführt werden. Diese wurden in Eigenregie durchgeführt. Der Termin der Premiere rückte immer näher. Die Proben ließen bereits deutlich das spätere Bühnenstück erkennen. Ab diesem Zeitpunkt wurden auch Pferde und Kutsche in den Probenablauf eingebaut. Danke. Das heiße Wetter verlangte Mensch und Pferd dabei einiges ab. Sehr anstrengend für die Pferde. Sehr heiß. Das Einzige, womit die Pferde heute zu kämpfen haben, sind die Bremsen, die sie stechen. Nun zeigte sich auch, dass der Umgang mit den Pferden auf der Bühne doch nicht immer ganz so einfach ist. Du musst die Handbremse losmachen. Du, müssen wir mal so einen Notgang machen hier. Die Tontechniker hatten ebenfalls ein Dach über den Kopf bekommen. Der Anschluss und der Umgang mit den Mikrofonen war ebenfalls ein Bestandteil der Proben. Dann wurde es ernst. Die Generalprobe stand kurz bevor. Herzlich willkommen. Wir wollen heute versuchen, das Stück in den ersten 13 Bildern nacheinander zu spielen. Und zwar in der Form, dass wir Bild für Bild spielen und danach Udo und Bettina und mir die Gelegenheit geben, immer nach jedem Bild kurz eine kleine Unterbrechung, damit wir sehen, wer wo stehen müsst. Auf Anfang. Alle Bilder des Bühnenstückes wurden dabei durchgespielt und besprochen. Ja. Doch zu Anfang gleich los. Jochen Heinen, Gerichtsvollzieher. Genau. Allerdings fehlten noch einige Requisiten, so wurde improvisiert. Guck mal. Oma Jansen, Oma Jansen. Wenige Tage vor der ersten Aufführung wurden dann die 700 Sitzplätze aufgestellt.
Dann war er da, der Tag der Premiere. Lampenfieber machte sich breit und in der Maske herrschte emsiges Treiben. Ich habe eine Freundin. Jetzt geht als erstes, wenn die drin sind, sagen wir an. Und dann durften alle Beteiligten den Zuschauern zeigen, was sie in den letzten Monaten auf die Beine gestellt hatten. Liebes Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich hier am Berghotel in Valente-Brunskoppel. Wir sind stolz, Ihnen heute das Ergebnis langer Proben präsentieren zu dürfen mit unserem Stück Hochzeit auf Immenhof. Hier in Malente am Berghotel Brunskoppel. Wir sind stolz, Ihnen heute das Ergebnis langer und harter Proben präsentieren zu dürfen, mit unserem Stück Hochzeit auf Immenhof. Doch zu Anfang steht es leider gar nicht gut um den beliebten Immenhof. Während Oma Janssen im Jahr die Insolvenz gerade noch so durch Jochen von Loshilfe abwenden konnte, so hatte der Winter leider keine weiteren Einnahmen mehr beschert. Und die Ponyzucht und der Verkauf laufen überhaupt nicht gut. Dick, Dalli und Manz kümmern sich täglich um die Ponys, die der Familie noch geblieben sind. Ihnen fällt es dann immer schwer, am Abend die Ponys nicht mehr zum Immenhof zu lassen, denn die fühlen sich dort immer noch zu Hause. Heute ist ein schwarzer Tag für den Immenhof. Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Doch sehen Sie selbst. So, Herr von Roth, damit hätten wir der Form Genüge getan. Die Familie Janssen ist ja ausgezeichnet bei Ihnen in Dohle aufgehoben. Nun muss ich Sie noch darauf aufmerksam machen, wer dieses Siegel unbefugt abreißt oder beschädigt, wird nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches mit Geldstrafe oder Gefängnis bestraft. Sagen Sie mal, Herr Finanzrat, der Immenhof gehört doch immer noch der Familie Janssen. Doch, gewiss. Bis auf das, was er nicht mehr gehört. Die Familie Janssen hat eine Frist von 4 Wochen, um den Forderungen des Finanzamtes und der Gläubiger gerecht zu werden. Andernfalls wird versteigert. Also 4 Wochen. Ja, das musste ich Ihnen leider sagen. Persönlich glaube ich ja nicht, dass es dazu kommen wird. In diesem Sinne also, frohes Wochenende. Der hat ja ein Gemüt wie ein Fleischerhund. Und sorgen Sie dafür, dass hier nicht eingebrochen wird. Sie sind für alles haftbar. Hoffentlich überlebt Oma Janssen das. 100 Jahre im Familienbesitz und nun auf einmal in 4 Wochen. Das will nicht in meinen Schädel rein. Ich begreife das einfach nicht. Tja, Oma Janssen ist mit den schweren Jahren nicht recht fertig geworden. Als sie kam, da war leider nichts mehr zu machen. Die haben Platz noch und noch. Die freuen sich über jeden, der noch mehr mitkommt. Du, das hast du mir jetzt schon 100 Mal gesagt. Wenn ich bloß wüsste, wo wir eigentlich sind. Hier? Nee, hier rum. Nee, da bestimmt nicht, aber hier sind wir. Ach, ich brauche keine Karte. 20 bis 40 Zimmer haben die. Du, die freundlichen Lochenbauer, sollst mal sehen, wie die aus allen Türen gerannt kommen. Oma Janssen, Dalli und
und vor allem meine süße Freundin Dicky. Du, das ist ein Punzmädel, so eins hast du noch nie gesehen. Du, ich glaub dir jedes Wort. Aber dass er einfach hineinplatzen soll, fremd und unangemeldet. Das ist doch gerade der Witz an der Sache. Ach komm, rau nicht so viel. Wir müssen weiter. Also, pass mal auf, wir fahren jetzt hier die Straße runter und dann gleich... Quatsch, direkt den Waldweg da rein. Da schneiden wir ein gewaltiges Stück ab. Aber du siehst doch, gesperrt. Macht nichts, ich kenne den Oberförster gut. Mein bester Freund, bestimmt. Verlass dich nur auf mich, ich war im letzten Jahr über 2 Monate auf dem Imhof. Ich kenne die Gegend hier wie meine eigene Hosentasche. Essen wir drinnen oder draußen, Oma? Och, ich glaube, das Wetter hält sich. In der Stube kann man sich sowieso kaum umdrehen. Frieda hat die Wäsche noch nicht weggebügelt. Nun liegt alles noch auf einen Stühlen herum. Das machen wir nachher schon. Ach, lass mal Dick. Du tust sowieso genug. Wo steckt denn dann die Liga? Och, die ist in der... weißt du, Oma? Ach, die ist in der letzten Zeit so unmöglich. Lass doch, Oma, da ist ja noch ein Kind. Und du? Ich? Das ist doch wartig. Muss schon so früh zupacken. In deinem Alter bin ich noch in die Tanzstunde gegangen. Und zum Tennis. Ja, die Zeiten haben sich eben geändert. Ich helfe doch gerne, Oma. Ich bin ja auch noch da, Frau Jansen. Ja, Trine. Ich bin froh, dass du und Hannes mitgekommen seid. Und ganz ohne Bezahlung. Das habe ich doch gerne gemacht. Was wäre ich denn ohne Ihnen? Womöglich mag bei Bauer Bartling und seinen anderen Viechern. Oh nee, oh nee, oh nee. Und hier ist doch auch noch mein Hannes. Ja, Trine. Geh mal ins Haus und hole noch Apfelgelee, bitte. Mach ich. Tag, Oma. Tag, Jochen. Na, wie war's denn? Ach, wenn das verfluchte Geld nicht wäre. Lieber würde ich Steine klopfen, als Leuten das Reiten beibringen, die nur ihr Fett loswerden wollen. Dick, geh doch mal ins Haus und hol das Brot und das Apfelgelee. Weiß der Himmel, warum Trine wieder so rumtrödelt. Ja, gerne. Soll ich mal fragen, helfen? Oh ja, danke. In 4 Wochen wird versteigert, Oma. Ach, Jochen. Sag's bloß den Kindern nicht. Aber ich gebe nicht nach. Ich lasse nichts unversucht. Aus dem Imhof muss doch was zu machen sein. Und ich lasse mir nicht ausreden, dass meine Idee eine gesunde Lösung ist. Und wenn es mir gelingt, dann kann ich auch Gott sei Dank den Reitlehrer wieder in die Nage hängen. Ja. Gnädige Frau, was ist denn, Trine? Apfelchili ist alle, ist nur noch Kirschmarmelade. Ist ja gut, dann bring Kirsch. Kirsche. Oma, da geht immer noch nicht zurück. Wo steckt die denn nur wieder? Ich sag's ja, Ponys und Backfische. Na gut, nichts als Ärger mit den Kindern, dann essen wir eben alleine. Da bin ich schon. Ich habe noch die 3 Katzen abgeholt vom Imhof. Im Hof? Der ist doch abgesperrt. Ach, ich hab da so meine Geheimgänge. Na, auf, dass unser Haus voll wird. Ralf und Edelbert sind nun schon eine ganze Weile unterwegs. Sie haben sich mehrfach verfahren. Und das, obwohl Edelbert die Gegend doch wie seine Hosentasche kennt. Und zu seinem Pech haben sie auch seinen besten Freund, nämlich den Oberförster, nicht getroffen. Der hätte ihnen den Weg sicher gezeigt. Eigentlich müssten sie gleich hier am Imhof ankommen. Da haben wir aber Glück gehabt. Mit dem letzten Tropfensprit. Ja. Aber am Ziel. Oma Jansen! Dick! Dalli! Oma Jansen! Dick! Dalli! Dicki! Da stimmt doch irgendwas nicht. Ha. Und wie aus allen Türen rennt. Einfach toll. Was machst du für ein Gesicht? Da muss doch irgendwas passiert werden. Ja. Kann man sich denn da mal erkundigen? Aber doch, ich meine, da ist Rot in Donau. Vielleicht müssen wir denn da noch schieben. Nur einen kleinen Kilometer bis zum Bauer Bartling und von da noch so 2-3 bis Donau. Komm, wir werden es erleben. Papa! Papa! Hat Anschein noch gepflanzt.
Na, unsere Angela. Sie hat ihre Blumen so geliebt. Jochen? Jochen? Ich hab da was auf dem Herzen. Ja, was denn? Ich weiß, wir drei Frauenzimmer sind alle lastenschwierig. Na, hör mal. Doch. Du hast dir dein Leben auch anders vorgestellt. Ein Leben mit Angela. Und was ist dir geblieben? Die Sorge um die alte Oma und die zwei kleinen Schwestern. Aber Oma, was sind denn das für Gedanken? Ganz sachlich, Herr. Wohl überlegt. Glaube mir. Was meinst du, wenn ich mich mit meiner kleinen Rente in ein Altenheim zurückziehe? Altersheim? Sag mal, habe ich dich gehört? Altersheim? Ja. Das können wir so befassen. Dich vertrunken, dringend gebraucht wird. Wirklich? Ja, was denkst du denn? Schön. Oh, schön, mein Junge. Schön. Du und ein Altersheim. Schnapsidee. Schön. Johannes, aller Schwede! Nase fleißig bei der Arbeit? Ethelbert! Bist du das? Junge, bist du groß geworden. Richtiger Mann ist aus dir geworden. Gerade richtig, um ihr zu helfen. Nee, lass mal. Das ist übrigens mein bester Freund Ralf. Du, wir kommen gerade vom Immenhof, aber es ist niemand da. Weißt du, wo die alle sind? Auf dem Immenhof? Nee, da ist keiner mehr. Dankfest ist jetzt der Pleitegeier. Die hocken alle auf Dodau beim Schwagerrot. Ach, das wusstest du ja auch noch gar nicht. Nee. Naja, in einem Jahr, da kann viel passieren. Ein Pech hat der von Roth. Er stirbt ihm die Frau weg. Da geht die Sache mit der Auswanderung schief. Naja, und nun hat er die ganze angeheiratete Familie am Hals. Ja, aber warum? Ich meine, wie ist denn das gekommen? Naja, wie so eine Pleite nun mal kommt. Ein langer Winter, keine Bauern und ein Pony ist eben keine Dreschmaschine. Da müssen wir unbedingt sofort nach Dodau. Was wollt ihr denn da? Die hocken da wie die Sardinen in der Büchse. Egal, wir müssen unbedingt dorthin. So, lieber Gott. Noch 5 Kilometer und das auch noch zu Fuß. 5 Kilometer ist doch nicht möglich. Oho! Hey, das ist doch Dr. Pudlich. Hallo, Barbarossa. Dr. Pudlich. Na sowas, was denn? Das ist doch der Edelberg. Ja. Na, lass dich mal angucken. Jo, ganz verändert. Vielleicht 3 Zentimeter erwachsener geworden. Mit Mütze sogar 5. Darf ich vorstellen? Das ist Ralf Schiller, der genialste Grafiker der Gegenwart. Guten Tag. Tag. Ja. Wo kommt ihr beiden denn her so plötzlich? Aus München. Zu Fuß? Beinahe. Nein, nein. Mit einem Roller. Mit einem Roller? Ja, mit einem Motorroller natürlich. Ach so, mit einem Motorroller. Ja. Und jetzt ist unser Sprit ausgegangen, so kurz vorm Ziel. Na so, Pech. Legt eure Klamotten hinten rein und steigt rein. Ihr wollt doch gewiss zu Janssens. Natürlich. Das ist gar nicht so natürlich, du laute Junge, du. Du hast seit einem Jahr nicht mehr geschrieben. Hat Dick Ihnen das erzählt? Das braucht mir keine Dick zu erzählen. So was stelle ich selber fest. Ich bin nämlich nicht nur der genialste Tierarzt, sondern auch der genialste Briefträger der Gegenwart. Geht mal deinen Hintern hoch, sitzt nämlich auf der Bundespost. Hier, der heutige Eingang. Na, Liesel, Barbarossa, brauch mal weiter. Forsthaus Dodau, 2. Kreuzung links. Ach, ihr wisst ja Bescheid. Ein Trümmerhaufen. Wegen jedem Dreck muss man ins Dorf, es ist zum. Ja, das ist so komisch, wenn einem das Telefon abgesperrt wird. Ich muss den Landrat mal hierher lotsen. Der Mann muss doch einsehen, dass aus dem Immenhof was zu machen ist. Und wenn ich ihn von meinem Plan erstmal überzeugt habe, dann wird er seinen Einfluss schon geltend machen. Viel Glück. Ja? Ja? Was ist denn los? Wo reist du denn hin? Ins Dorf. Was will er denn da? Eine Briefmarke kaufen. Du und deine komischen Witze. Das Blümchen ist ein bisschen wickrig. Ich habe es gepflückt und stelle es in eine Vase. Du Oma, Jochen ist ins Dorf drin. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Muss ihn selber fragen. Er sagt nichts. Ihr sagt mir alle nichts. Ihr verheimlicht mir irgendetwas. Was ist denn los? Kommt jemals noch mal zum Impfen zurück? Oder? Ach, wenn ich das wüsste.
wäre mir wohler, Kind. Ich bin kein Kind. Was los ist, will ich wissen. Bitte, bitte, gib mir nicht die Ponyzucht auf. Ach, Kind. Wenn es sein muss, dann gehe ich auch in die Stadt. Ich helfe Geld verdienen. Ach, Unfug. Wir werden das schon zusammen schaffen, Oma. Ja. Soll ich dir bei der Gartenarbeit helfen? Ja, hilf mir ein bisschen. Gieß mal hinten die Blumen ein bisschen. Da, Hundwelt! Was? Edelwelt, Oma! Oma, komm, wir kriegen Besuch! Edelwelt, sag mal, mein Lieber! Onkel Fudge, ich bringe nur nette Überraschung. Na sowas, Jungen, so eine Freude. Wo kommst du denn her? Direkt aus München. Aus München? Mhm. So. Wer ist denn das? Oh, darf ich vorstellen, das ist Ralf Schiller. Freut mich. Der genialste Klarinettist der Gegenwart. Was du nicht sagst. Ein vielseitig begabter Mensch. Wo ist eigentlich Dalli? Ja, wo das Girl nur immer steckt. Och, ich wüsste schon wo, aber ich darf nicht verraten. Großes Ehrenwort. Oma, wir wollen jetzt erstmal Dani suchen. Nicht wahr? Dann kann der Schüler gleich mal unsere Ponys sehen. Wollt ihr nicht mitkommen ins Haus? Nein. Na gut. Geh schon mal vor. Wir kommen nach. Meinetwegen. Viel Vergnügen. Macht, was ihr wollt. Ich hab zu tun. Aber vergiss bitte nicht, pünktlich zum Abendessen zu erscheinen. Da, Oma. Dani ist nämlich immer so unpünktlich. Wie hat sich die Kleine denn so entwickelt? Dani? Hm? Na, du wirst ja sehen. Das ist sie, eine Freundin Dicke. Ralf und Edelbert sind nun endlich im Forsthaus angekommen. Edelbert ist ganz stolz, denn nun konnte er Ralf endlich seine Freundin Dicky vorstellen. Zugleich machen sich die drei auf den Weg zum Innenhof. Klar, dass Edelbert immer wieder mit seinen Reitkünsten angibt, doch er selbst hat schon seit über einem Jahr nicht mehr auf dem Rücken eines Pferdes gesessen. Schon das Aufsitzen gestaltete sich schwierig und so fiel Edelbert sofort wieder vom Pferd. Dick und Ralf bemerkten dies gar nicht, denn die sind schon längst losgeritten. Bei ihnen angekommen, gab Edelbert einfach dem Pferd die Schuld. Er würde das Vieh schon wieder einfahren, damit die drei nun endlich zum Innenhof reiten können. Denn dort sollten sie dann treffen. Seien Sie gespannt. Was treibt ihr eigentlich? Du, Jochen, hm? Du brauchst doch Geld. Ja. Ich hab schon dreimal geschrieben. An wen? Na, an den Zirkus Frisch. Na und, hat er geantwortet? Nö, noch nicht. Aber wenn er antwortet, na, da sind wir fein raus. Raus? Das ist eine gute Idee. Raus mit euch, aber ganz schnell. Damals, als Angela gestorben ist,
Das war bestimmt ein harter Schlag für Sie. Aber ich wusste wirklich nicht, was ich schreiben soll. Sie wissen ja auch, dass... Schon gut, mein Junge. Danke dir. Darf ich ausnahmsweise mal die Welt haben? Womit? Na, mit Edelbert. Bist doch gekommen. Du bist so bedeutend, was? Du? Ich will. Ob du wieder spielen kannst. Himmlisch. Süß. Dieser Ralf, dieser Klarinettenknüller. Knüller hat auf unsere kleinen Dicken einen beachtlichen Eindruck gemacht. Ich hatte jedenfalls den Eindruck. Sie merken aber alles. Aber ich weiß es schon länger. Und ich bin kein Kie-Doktor. Ja. Sie haben eben menschliche Kenntnis. Ja, das ist nur einsehen. Na, die haben Sie ja bewiesen, als Sie meinen ersten Heiratsantrag rundweg abgelehnt haben. Nacht. Guten Abend, Jochen. Guten Abend, Herr Reitlehrer. Guten Abend, Doktor. Na, was machen die Sorgen? Ach, der Landrat hat sie heute früh verleugnen lassen. Ach, Jochen, du mit deiner Idee. Die ist an sich wunderschön. Aber die hat einen Fehler. Die ist nicht durchzuführen. Aber ja. Was sagen Sie, Brüttlich? Sie kommt auf ihn herum. Kennen Sie jemanden, der hier so etwas finanzieren könnte? Was, hier? Niemand. Die Leute hier, da müsste man schon ein bisschen weiter reisen. Ja, bis ans Ende der Welt. Sorgen reißen nicht ab. Die Kinder bekommen von alledem nichts mit. Sie verbringen ihre Sommerferien am See. Sie sind glücklich und tollen im Wasser herum. Seit seiner Ankunft hat Edelbert noch keine freie Minute mit Dick alleine verbringen können. Immer war Ralf dabei. So schlägt Edelbert vor, er könne mit Dick zu ihrer Insel hinüberschwimmen. Ralf versteht den Wink mit dem Zaunpfahl und er hat es plötzlich mit dem Ischias. Und das viele Wasser bekommen ihm auch gar nicht mehr gut. So können Edelbert und Dick alleine losschwimmen. Ja, du kommst nicht mit. Ralf geht währenddessen zu den Kindern. Diese nehmen ihn gefangen und er muss sich mit seiner Klarinette freispielen. Dick lauscht ganz bezaubert der Musik und so kommt es zum Streit zwischen ihr und Edelbert. Während Ralf sich freigespielt hat, kommt Jochen herbei und fragt ihn, ob Isa ihn zum Imhof begleiten würde. Dick und Edelbert sind nun auch wieder zurück. Edelbert ist ganz traurig und trifft nun Dr. Putlich. Also, ich weiß mir wirklich keinen anderen Rat mehr. Sie müssen einfach mitkommen. Das ist ja nicht so einfach, mein Junge. Ich habe ja auch noch meine Patienten. Aber allein schaffe ich es doch nicht. Onkel Pankratz ist ja sehr nett, aber furchtbar schwierig. Ich habe ihm doch schon so viel von ihm erzählt. Na ja, die Sau kann raten. Was? Sau von Frau Pankratz. Nein, das geht nicht, mein Junge, das geht nicht. Onkel Pudlich, Sie und Oma Jansen. Ja. Es geht doch um den Innenhof. Ja, aber hier, Herr Schmidt. Ach, den kenne ich doch nicht. Herr Schmidt ist der Langhaardackel vom Oberförster. Ich habe ihm hoch und heilig versprechen müssen, seine kranke Pfote zu behandeln. Pfote kann doch warten, die Pfote kann nicht warten. Aber denken Sie doch, Edwin. Ja. Sie wollten doch schon immer mal wieder in den Rhein. Onkel Pankratz ist nämlich der größte Weingutsbesitzer in Edwin. Hm? Der hat die edelsten Gewächse im Keller. Ah ja? Spätlese. Auslese. Weinprobe. Ah, du Verführer, du. Na also. In einer Stunde geht unser Zug, Onkel Pudlich. Na gut, wollte ja schon lange mal wieder die Dummheit machen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Weiß Oma Jansen Bescheid? Auch der habe ich einen Zettel hingelegt. Na dann los, auf nach Eltville zur Weinprobe. Nanu? Was ist denn das? Musste dringend verreisen?
bin in 3 Tagen wieder da. Ethelbert? Jochen? Ja. Was sagst du dazu? Was denn? Das ist mal merkwürdig. Ist mir unverständlich. Mir einfach einen Zettel aufzuspießen. Ich bin in 3 Tagen wieder da. Du, lieber Jochen, hättest das in seinem Alter bestimmt nicht getan. Ich? Nie. Nehmen Sie das nicht so tragisch, Frau Jansen. Als Schiffsjunge, ich war damals genauso alt wie Ethelbert. Da bin ich in Rotterdam von Bord der Nixe ausgebüxt. Oh, ho, 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 wenn ich daran denke. Oh, da war ich 8 Tage lang. Wo? Schade, jetzt habe ich es vergessen. Denken Sie jetzt. Wieso? Sie machen so ein böses Gesicht. Ach, ich habe mich so geärgert. Über mich? Ach, wo? Über Ethelbert. So ein Krach zu machen, wegen nichts. Ach, nicht ärgern, Dick. Dafür ist der Tag doch viel zu schön. Ja, eigentlich haben Sie recht. Mein kleiner Liebling. Dürfte ich die Damen bitten, ein kleines bisschen stillzuhalten? Oh, bitte sehr. Zauberhaft. Ein so reizvolles Motiv habe ich eigentlich noch nie gezeichnet. Ein süßes Mäulchen hat der kleine Liebling. Und diese Öhrchen, da verliebt sich sogar mein Bleistift. Sagen Sie allen Ihren Modellen solche Schmeicheleien? Nur wenn ich sicher bin, dass Sie mich nicht verstehen. Ich verstehe Sie aber. Wenn Sie wüssten, wie schön es ist, richtig verstanden zu werden. Die Augen sind immer das Problematischste. Wie sehen deine Augen denn wirklich aus? Meine? Ja, Dicky, deine. Autsch! Dalli! Schämst du dich gar nicht mit der Herz zu spielen hier! Aber ich konnte doch gar nicht ahnen, dass ihr beide, ich meine Ralf und du... Hast du genug gesehen? Mehr als genug. Ethelbert wird sich wundern. Und vergiss nicht, ihm zu erzählen, dass wir uns 150 Mal geküsst haben. Ach, wozu denn die Aufregung, Dicky? Wir haben uns doch gar nicht geküsst. Nee, aber Sie haben vorhin du zu mir gesagt. Natürlich. Und du sollst auch du zu mir sagen. Ich soll zu Ihnen? Zu dir. Zu dir? Na, nun sag mal du. Du. Na also. Du verdirbst ja die Augen, Junge. Ach, Oma, da war es mir fast, als sehe ich jetzt viel klarer. Schau mal, Oma. Der Hof war auf einer ganz falschen Rentabilität aufgebaut. Was? Zum Beispiel diese Position. Du Wildfang, erschreckst einen so. Wo hast du denn wieder rumgestromert? Ach, ich war nur ein wenig auf Kundschaft aus. Kundschaft, du, die könnten wir brauchen. Wir hätten 30 Ponys abzugeben. Ach, so meine ich das doch überhaupt nicht. Ich meine Spätrupp. Spätrupp, aha. Und wo steckt der Feind? Staatsgeheimnis. Na, dann nimm dein Staatsgeheimnis mal mit ins Bett. Aber ein bisschen plötzlich. Gute Nacht, Oma. Nacht. Gute Nacht, Jochen. Gute Nacht, du Rübel. Die Kinder wachsen einem langsam, aber sicher über den Kopf. Ach, lass mal, Oma. Die sind schon richtig. Sind zwar ein bisschen wild, aber das legt sich mit der Zeit. Leider. So spät noch, ihr beiden. Oh, verzeihen Sie, Oma Jan, es war meine Schuld, es war nämlich so zauberhaft. So, so. Ja, ich meine das Wetter und so überhaupt. Was sagen Sie zu Ihrem Freund Ethelbert? Hat er Ihnen was gesagt? Nein, kein Wort. Ist etwas vorgefallen? Nö. Na, ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Na, gute Nacht. Gute Nacht, Oma. Nacht, Oma. Ja. Wird schon wieder auftauchen. Ethelbert und Dr. Pudlich verbringen einige Tage bei Onkel Pankratz am Rhein. Onkel Pankratz hat viel Geld und Ethelbert will versuchen, ihn zu einem Besuch zum Imhof zu bewegen. Während Dr. Pudlich am Morgen schon wieder in Malente angekommen ist, so verbringt Ethelbert noch einige Tage bei seinem Onkel. Dalli schwärmt weiterhin für Ralf. Dick findet das Verhalten ihrer Schwester überhaupt nicht gut. Seien Sie gespannt. Mein kleiner Liebling, süßes Mäulchen. Problematisch auf. Ach nee.
Was hat sie gesagt? Gar nicht. So hat sie da gesessen. Wie die Monroe. Na komm, Putlich. Ich? Ja. Hey, Ami Putlich! Hey, Ami Putlich, wo waren Sie denn so lange? Das geht gar nichts an. Sei nicht so neugierig. Bei einem das Vollleben. Bei einem Glas Vollleben. Hey, sch, willst du wohl? Du bist Vieh. Na, warte. Hallo? Ach, nee, das war ja Putlich. So eine Verwechslung, das ist mir aber unangenehm. Ja, das ist ja ein reizender Empfang, Freundin. Bitte. Verzeihen Sie bitte. Naja, bin ja gar nicht nass geworden. Sie haben ja gar nicht getroffen. Gott sei Dank. Außerdem bin ich ja kalte Dusche von Ihnen gewöhnt, verehrte Freundin. Bitte. Von meinem ersten Heiratsantrag, den Sie mit Donner, Blitz und Wolkenbruch auch abgelehnt haben. Hören Sie bloß auf. Auf den Strecken muss ich einfach was zugeben. Ich habe doch hier irgendwo mal. Wo ist denn? Ah, da ist ja mein Spezialgerüte. Das bin ich mit meiner Gesundheit schuld, damit ich keinen Schnupfen bekomme. Bringen Sie uns wieder die Post? Sozusagen, ich bin nicht persönlich. Ich meine, ich bin nicht selber die Post. Und zwar mit guten Nachrichten. Wieso? Ich habe eine kleine Spritztour gemacht an den Rhein. Nach Elvier. Mit Ethelbert. Mit Ethelbert? Jo. Also, das ist ja wohl unerhört. Ich sitze hier, mache mir Sorgen und ziehe Karion mit Ethelbert 3 Tage in der Weltgeschichte herum. Alleine hat er sich ja nicht getraut. Sein Onkel Pankras. Pankras Hallgarten. Der hat Geld. Enorm viel Geld. So. Ja. Merken Sie was? Henriette. Ah! Ja, 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 ja. Ethelbert, der gute Junge. So ein Prachtjunge ist das. Der Plan? Den Onkel Pankras für den Impfung zu interessieren. Und morgen kommt er persönlich hierher, um sich anzusehen. Ach, ja. Was ist das für ein Mensch, der Onkel Pankras? Das ist ein gutes Herz in einer rauen Schale. Auf jeden Fall ist er großartig empfangen werden. Girlanden, Türschild, herzlich willkommen. In einem Wort, ganz großer Wagen. Ja! Und man muss ihm Laune machen, wenn er morgen kommt. Ja, was denn noch? Er hat sogar noch Goldfische. Sein Haus ist ein einziges Aquarium. Dem geht das Herz essen, auch mit einem Goldfisch. Goldfische? Ethelbert bringt ihn morgen mit. Einen Goldfisch? Nee. Den Onkel Pankras natürlich. Liebes Publikum, es ist viel passiert, seitdem der Elmo vom Gerichtsverkehr besiegelt wurde. Ebert hat sich auf den Weg zu seinem Onkel Pankras an den Rhein gemacht. Er hat versucht, seinen Onkel zu einem Besuch auf den Innenhof zu bewegen. Und tatsächlich, der Onkel hat zugesagt. Und da es vom Rhein zum Innenhof bekanntlich ein weiter Weg ist, haben Sie, liebes Publikum, nun die Möglichkeit, mit uns gemeinsam auf Onkel Pankras zu warten. Gewartet haben, ist so einiges passiert. Was Oma Jansen und die anderen noch nicht wissen, ist, dass ausgerechnet der Wagen mit Onkel Pankras, seiner Tochter Margot und Ethelbert einen Unfall hatte. Ausgerechnet die Kinder sind galoppierend mit ihren Pferden vors Auto gelaufen.
Der Schaden am Wagen ist nun so erheblich, dass es nicht mehr fährt und die Kinder müssen es nun nach Dodau schieben. Eigentlich müssten sie gleich hier ankommen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn alle hoffen, dass Onkel Pankratz Geld in den Imbiss investiert. Seien Sie gespannt. Den Platz von Herrn Hallgarten bitte recht hübsch dekorieren. Und Ethelbert... Kommt eine Rose auf den Teller. Die hat er verdient. Prima, prima. Ich kann fast nichts mehr hier gucken. Alles schiefgegangen, aber den Wein, den hab ich gerettet. Wieso? Was ist schiefgegangen? Die doch fällt. Das. Hallo Vicky, Oma Janssen? Ethelbert! Aufregend! Das sieht ja schlimm aus! Ist was passiert? Ja, ich hab den Eindruck. Trotzdem! Herzlich willkommen. Danke, ja. Nein, danke nicht. Das Fräulein Tochter. Herzlich willkommen. Ist, hoffentlich ist Ihnen nichts passiert. Nein, ich habe mir etwas im Hochzeit. Sie können es mir jetzt noch. Oh, ich konnte wirklich nichts voll ausgepackt haben. Ich habe doch meine Flasche Wein geholt. Sie sehen? Ja. Sonnige Winzerin. Eine Maxwaffe. Sonnige Winzerin im Galopp. Entsetzlich. Mein hochverehrter Herr Pankratz Algar. Ja. Hoffentlich hatten Sie eine fröhliche Fahrt. Oh ja, danke. In den Graben. Ein fürstlicher Empfang ist Ihnen bereitet. Das habe ich gemerkt. Ein sogenannter ganz großer Bahnhof. Ja. Köstliche Torten wurden gebacken und sogar ein Goldfisch kam angesprochen. Sie finden hier all Ihre Steckenpferde. Oh, hören Sie bitte auch mit Pferden, ja? Wieso? Ist denn was passiert? Ja, kann man wohl sagen. Hier, sonnige Winzerin im Galopp. Aber die trinken Sie bitte nicht auf mein Wohl. Ah, Sie werden bestimmt wohl. Manz hat für Sie ein wunderschönes Aquarium gemacht. Ganz aus Glas. Nein, durchsichtig. Ja, das ist aber fein. Und der Goldfisch, der ist vom Herrn Pastor gepumpt. Dort ist er. Ich habe ihn für Sie. Oh, Barbarossa. Na, den Prost, Barbarossa. Der schöne Goldfisch. Nun ist er weg. Dann wollen wir uns erstmal stärken. Bei einer guten Tasse Kaffee und selbstgebackener Torte. Stärken, das ist ein guter Gedanke. Das kann ich jetzt gebrauchen. Oh nein, bricht das auch das. Die schöne Torte. Oh. Oh. Soll ich Sie vielleicht doch noch alles? Echt? Nein, danke. Nicht zu glänzen. Ist ja gar nicht so schlimm. Ist gar nicht schlimm. Hein soll frischen Kuchen holen. Ich sag Bescheid. Nein, danke. Ich bin müde und will ins Bett. Sobald mein Wagen wieder fahrbereit ist, will ich nur noch nach Hause. Aber Herr Hallgarten! Vielleicht fehlt ihm ja wirklich was. Na, wenn's ein Gaul wäre, würde ich sagen, altes Räuber. Der Empfang, wie Onkel Putlich es beschrieben hatte, als ganz großer Bahnhof, ist ja mächtig da schief gelaufen. Und sogar die Sache mit dem Goldfisch ging daneben. Was wohl der Pastor dazu sagen wird? Ha, das war vielleicht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Schade, dass ich den Empfang versäumt habe. Seien Sie bloß vor. So schief ist noch nie etwas Schiefes schiefgegangen. Wieso? Achseln gebrochen. Ach je. Hoffentlich nur am Wagen. Nee, der Alte hat auch eine kleine Schramme abgekriegt. Wo? Hier. Das ist ja tief beleidigt. Will keinen mit ihm sehen. Ist aber sehr unangenehm.
Ja, blöder Auftrag. Damit ihn ein paar Piepen aus der Nase finde. Was reden Sie da, Ralf? Das hat niemand vorgehabt. Niemand? Na, dann werde ich jeden Bett noch fragen, warum er ihn denn überhaupt hierher geflasht hat. Ach, ihr lausige Jungs. Oh, haben Sie das alles mit angehört? Mhm. Rot? Freut mich. Und wer bitte, wenn es erlaubt ist, sind Sie? Der Laufbursche, das ist der Buchhalter und Chauffeur. Das heißt, macht das halt auch selber. Zum Beispiel heute. Ein schwieriger Mensch. Ein querschädlicher Dickkopf. Ist bestimmt nicht leicht für Sie. Ja, wieso bleiben Sie dann bei ihm? Tja, man hat ja schließlich nur einen Vater. Das kann ich natürlich nie wieder gut machen. Nee. Jetzt habe ich Sie in der Hand. Oh, bitte, gnädiges Fräulein. Lassen Sie mich doch wieder raus aus Ihrer kleinen Hand, ja? Das kann ich nicht versprechen. Da muss ich Sie mir erstmal wirklich ansehen. Ich glaube, die Sache steht nicht gut für Sie. Tja, was machen wir denn da? Hab ich jetzt nichts zu stellen. Wie bitte? Ach so, ja. Na, ihr seid mir ja ein paar Weihnachtsmänner. Da strampelt man sich ab und tut, was man kann. Ihr baut nichts als Katastrophen. Möchtest du einen Apfel geben? Ja, danke. Hast du übrigens in der Welt erzählt, dass wir die Tuts da? Ja. Hast du ein Problem damit? Stimmt, ja. Übrigens. Kann mir jemand sagen, wo mein Vater ist? Hat sich hingelegt. Will nicht gestört werden. Ach so. Oh, Ponys. Überall Ponys. Ganze Portemonnaie voll Ponys. Das ist ja schon wieder ein Pony. Wie kommt das Pony hier ins Haus? Oh, okay, Mädchen. Du siehst aber auch gut den Faktor von Angst hier. Ja. Ponys sind ja so klug. Ja, das kann ja sein, aber mir sind diese Dinge eben im Traum erschienen. Oh, war fürchterlich. Ach, ein Traum. Im Traum ist doch alles anders. Aber in Wirklichkeit, ich meine draußen auf der Weide und so. Ja, das kann ja alles sein. Soll ich mal was von den Ponys erzählen? Sie sind alle draußen auf der Weide. In Ordnung. Da gibt es das Pony Erika. Die springt prima. Die nimmt jedes Hindernis. So, na, das ist aber fein von der Erika. Meine Köchin, die heißt auch Erika. Aber die springt nicht mehr so gut. Dann gibt es da auch noch die Rosi. Das ist die große Schwester von Schwitsch. Ach. Hey, da kommen meine Leute. Ich habe mal Bescheid gesagt. Sie bringen ihr Auto zur Reparatur in die Schmiede. Ah ja, fein, gut. Sehr fein, gut. Wer ist ein Wundertier? Hallo. Hallo. Hallo! 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 Schönes Lied! Ach, übrigens, weil wir doch die vielen Ponys haben, möchte ich gerne ein Ponyhotel einrichten. Deshalb hat Edelbert sie doch überhaupt erst geholt. So, und da willst du mich wohl als Liftboy einstellen, was? Arbeiten sollen sie, glaub ich, gar. Sie sollen nur das Geld ausrücken. Weiter nischt. So, weiter nischt, ne? Das ist gut. Hat Edelbert Ihnen etwa gar nichts erzählt? Nein, aber euer Dr. Herr Putlich, der hat sowas verlauten lassen. Aber sobald mein Wagen wieder aus der Schmiede kommt, fahre ich ab. Und das Fräulein Margot? Fährt mit. Herr von Gut? Ja? Sie haben mir doch etwas versprochen. Versprochen? Was denn? Sie wollten Ihre Welt zeigen. Ach so, ja, natürlich. Sehr gerne, aber... Gleich sein? Gleich. Sie wissen doch, ich habe die immer noch in der Hand. Ich weiß aber nicht, ob der Heim mich entlässt. Im Gegenteil, Sie sind mir so und weh. Na also, ich bin gelassen. Ja, fein. Bitteschön. Aber so voll geschmiert kann ich mit Ihnen doch nicht durchs Gelände traben, neben so viel Eleganz. Doch, doch, Sie können. Aber ich glaube, Sie sind auch ein schwieriger Mensch und ein querschädlicher Dickkopf. Kommen Sie. Aber nicht doch. Nicht doch. Du hast doch schon die ganze Zeit was dran. Wieso tust du dich doch mal? Hast du den Willen? Nee. Ich denke, Ralf ist der beste Freund. Ja, eben drum. Also, Dick, ich verstehe dich nicht. Ich fahre fort. Oh Gott, das ist ja das Geld. Erstmal hast du das Geld überfallen. Und überhaupt, was hast du alles mit mir zu tun? Das ist doch alles nur für dich getan. Mich? Ja. Das will ich aber nicht. Hey, was war das denn? Der arme Edelbert. Er hat es doch nur gut gemeint.
Doch Dick hat sich verändert. Sie ist erwachsener geworden und schwärmt nach wie vor für Ralf. Margot und Jochen sind derweil am See angekommen. Sie besteigen ein Ruderboot und fahren hinaus. Margot ist ganz verzaubert von den vielen Seerosen und will natürlich eine pflücken. Dabei fällt sie ins Wasser und als Jochen versucht, ihr wieder ins Boot zu helfen, so nutzt sie die Gunst der Stunde und zieht so lange an Jochen, bis auch dieser ins Wasser fällt. Dani versucht derweil, Onkel Pankratz bei Laune zu halten. Vier! Ha! Eins, zwei, drei, vier. Gewonnen! Naja, verloren. Mit Eis! Oh, Verzeihung! Ja, schon gut, Mädchen, schon gut. Na, wie steht's denn? Hat sich Herr Hallgarten schon irgendwie geäußert? Ach, ich glaube, aus dem Kauf wird nichts. Na, wir wollen ihn mal den Puls fühlen. Ach ja, Putlich, machen Sie das doch. Gehen Sie doch mal hin. Na, mein lieber Herr Hallgarten, haben Sie sich auf Dodo schon so ein bisschen eingelebt? Och, na ja, bitte, nehmen Sie Platz. Ja, danke. Ich glaube, meine Tage hier sind gezählt. Gezählt? Ja. Dann geht los, verschwinden. Die Geschäfte waren. Ja, ja, die Geschäfte. Sie stehen ja gerade vor ganz besonders wichtigen geschäftlichen Entscheidungen. Ich? Wie? Wieso? Wie meinen Sie das, Herr Putlich? Nur so allgemein. Es kommt ja alles so, wie es muss. Wie es muss? Wie es muss, natürlich. Das sage ich auch immer. Aber Sie wollten eben von Geschäften sprechen? Sie? Ja, ja. Ach ja, ich wollte sagen, man soll ja geschäftlich immer so ein bisschen groß. Großzügig sein. Das lohnt sich nämlich. Lohnt sich nämlich. Ja, Gott, natürlich. Gott, ich habe vielleicht nicht so viel geschäftliche Erfahrung wie Sie. Aber dafür habe ich eine Tochter. Ja, ja. Eine Tochter, ja, an die ich nebenbei auch noch zu denken habe. Ja, da hat er ganz recht. Ja, ja, diese Tochter, das meine ich ja eben. Auf diese Tochter kann der Heilgard mächtig stolz sein. Ja, ja, das bin ich auch. Es wird ja viel gelernt. Sprachen, Buchhaltung. Naja, ich schmeiße dir doch den ganzen Laden, ne? Ja, das braucht man auch. Eben. Wenn eine Frage erlaubt ist, ist Fräulein Margot noch frei. Wie? Ich meine, ob sie schon verlobt ist. Oh, wir hatten eine ganze Reihe seriöser Angebote, ich meine Anträge. Aber ich habe sie alle abgelehnt. Angebote? Ja, ja. Wir heiraten nämlich nur einen Kaufmann. Ah. Kaufmann? Und zwar einen, der mit allem Wasser gewaschen ist. Gewaschen ist. So, da sind wir wieder. Ja, sag mal, wie seht ihr denn aus? Herr von Roth ist ins Wasser gefallen und ich habe ihn gerettet. Na, da kommt erst mal ins Haus. Gnädige Herr! Oh, was ist denn, Trine? Das tut mir ja so leid wegen Sie, Ihren Auto. Ja, ja, schon gut, schon gut, schon gut. So eine schöne Karre. Und nun ist sie tot. Wohl wahr, wohl wahr. Oh nee, aber auch. Mensch, da jetzt noch gesehen. Kaum warst du weg, hast die Greifern sie hören gemacht. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Mensch, ich kann auch nichts dafür. Da ist nur Ralf drin schuld. Zum Beispiel, wenn ich ein Jüdelfisch was kann ich da schon machen? Edelbert! Ich werde mich überall gesucht. Wir? Wir beide. Ach so, ihr beiden. Na, das hat mir gerade noch gefehlt. Nimm doch mal Vernunft an. Du hast es nötig. Zum Glück fällt es mal zu. Ausgerechnet dir? Du kannst mir viel erzählen. Die kenne ich jetzt. Voll Teufel! Edelbert, komm! Du bist gemein! Ich bin nichts mit dir zu tun haben! Dreimal hast du mir jetzt schon dazwischen geredet, Papa. Nur zu deinem Besten, mein liebes Kind. Vielleicht. Wie wäre der sich abweisen lässt, der Tochter meine Augen zu suchen? Komisch, Papa, wie oft du recht hast. Diesmal, dass dieser Herr von Roth. Das soll gar nichts heißen. Ich will damit nur andeuten, dass ich mir ein viertes Mal nicht dazwischen reden lasse. Komisch, dass ihr beide immer so undeutlich werdet, wenn ihr deutlich werdet. Also gut, dann ganz deutlich. Sollte sich hier in den nächsten Tagen etwas ereignen... Nee, mein liebes Kind, ich kann sich hier in den nächsten Tagen gar nichts ereignen, denn wir fahren nämlich ab. Wir? Zwar sofort, wir. Du vielleicht, ich nicht. Wir.
Ich nicht. Wir. Wir. Onkel Pankrat? Was ist denn nun schon wieder? Kann man denn nicht mal in Ruhe sein Krimschein lesen? Ich muss dir was sagen. Ja, was ist denn los? Ich glaube, es ist besser, wir fahren ab. Hä? Naja, es ist wegen Dick und Ralf. Ich bin ja menschlich so fürchterlich enttäuscht. Ach, sieh mal an. Hoheit sind menschlich so wahnsinnig enttäuscht. Noch nicht trocken in den Ohren, was? Und schon hinter dem Wesen her. Er schleppte mich mit Gewalt hierher. Hätte mir deine Wege fast den Hals gebrochen. Und jetzt? Soll ich wegen irgend so meiner kleinen Einfühlungsgeschichte einfach abfahren? Nee, du fährst ab. Und zwar sofort fährst du ab. Bitte. Trippel, 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 Pony. Trippel, 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 Pony. Also, hör zu. Ich muss mit dir reden. Mensch, mach doch keinen Mist. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich fahr ab, noch heute Abend. Hast du dir das genau überlegt? Bitte, wie du willst. Hier ist der Rest von meiner Reise. Ich komm schon irgendwie nach München, aber keine Angst. Ich hau schon an. Mensch, Edelbert, das ist doch alles Quatsch. Das ist meine Schuld. Bitte, bitte, bleib doch da. Margot, ich bin gleich wieder da. Wo ist Edelbert? Weg, abgereist. Was? Ohne mir? Ich meine, ohne Oma Jochen etwas davon zu erzählen? Das finde ich nicht recht. Ich weiß nicht, Dick. Vielleicht hat er recht gehabt. Dieses Mal vielleicht. Ich denke, dass Martin schon verraten hat. Und ich fahre auch. Oma, das kannst du mir doch nicht antun. Ich muss es tun. Ich möchte doch einmal wiederkommen können. Deshalb muss ich jetzt. Verstehst du das nicht? Doch. Ah, Bau- und Bodenbank, ja, das ist ja fein. Ah, darauf warte ich schon. Sag mal, du hast doch sicherlich noch was im Haus zu tun, oder? Ich muss ja nämlich noch ein wenig Schularbeiten machen. Ja, na, dann lass dich mal die Stirn. Ja, tschüss, mein Kind. Hallo, Jochen. Hier ist Post. Für mich? Nein, für Oma Jansen. Aber ich glaube, es ist nichts Gutes. Vom Amtsgericht? Na, das werde ich mal lieber selber aufmachen. Dankeschön. Oma, es ist soweit. Der Vollstreckungsbeschluss. Am 12. wird der Immo versteigert. Ja, dann. Dann wollen wir mal tapfer sein. Das letzte Stückchen Weg werde ich schon noch schaffen. Jochen, ich danke dir für alles. Und jetzt, wenn das vorüber ist, dann denk auch mal an dich. Dein Leben muss auch weitergehen. Wird schon, Oma. So oder so. Und was auch passiert, ich werde immer für euch da sein. Jochen, ich danke dir. Hallo, Captain. Wir wollten doch auf die Koppel. Nano, Liebesbrief? Ja, sowas ähnliches. Am 12. tanzen wir auf dem Immenhof, auf dem Gerichtsvollzieher. Oh, das habe ich schon im großen Zeh gespürt. Ralf und Edelbert sind weg. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff und der olle Pankratz, der haut auch ab. Von mir aus soll er. Ich finde, Sie sollten doch mal lieber mit dem Eulen reden. Ich meine so von Mann zu Mann. Ach, Mann zu Mann. Geschnurrt ist geschnurrt. Danke, liegt mir nicht. Ja, ich weiß nicht. Man müsste. Man müsste Omas Zeug reparieren, weil er nicht... Wirklich, Captain, man müsste. Wir müssen heute fertig werden, Heim. Nein, halt mal fest. Jo. Feste, wie Sie hier haben Sie gerade Zeit für mich. Mit Ihren Augen möchte ich mal die Welt sehen. Darüber lässt sich reden. Ach, ich Trottel, hab ja die Nägel vergessen. Na,
Dann mal los. Treffen Sie auch bestimmt. Präzis. Heilen habe ich zu Ostern genau auf den Daumennagel getroffen. Na, heute ist ja nicht Ostern. Ihr Vertrauen ehrt mich. Wie lange kann das hier noch dauern? Das kommt ganz darauf an, wie lange Heilen uns hier alleine lässt. Ich habe Sie gefragt, wie lange das hier noch dauern kann. Unter diesen Umständen dann natürlich entsprechend länger. Ich meine nur, mein Vater fährt heute Mittag weg. Falls Sie mit ihm noch irgendetwas zu besprechen haben sollten. Ich? Nein, nein. Wenn überhaupt jemand, dann nur Oma Jan. Ach so. Ich will kein Geld von Ihrem Vater. Wenn ich Ihren Vater um etwas bitte, dann ist es ganz was anderes. Was denn? Wieso sind Sie dann noch hier, wenn Sie heute Mittag abfahren wollen? Ich bleibe. Richtig so? Ja, ein bisschen zu mir. Ich habe schon mit Oma Jansen gesprochen. Ich möchte mich hier ein wenig nützlich machen. Na, dann hauen Sie mal zu. Zuhauen, darauf können Sie verlassen. Herr Hallgarten, darf ich Sie kurz stören? Ist ja schon gut, Gnädigste. Was kann ich denn für Sie tun? Ich will Sie ja nicht drängen. Und ich verstehe auch gar nichts vom Hotelfach. Aber ich, und wie gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Meine Idee war es ja nicht. Nein, nein, ich weiß, gnädige Frau, ich weiß. Aber ich weiß auch, was und wer dahinter steckt. Und das könnte man dem Betreffenden mal auch, und ich meine, das sollte man dem Betreffenden auch... Ach, Unsinn! Das werde ich jetzt dem Betreffenden auch unmissverständlich sagen. Ja, Sie entschuldigen mich bitte. Wen meinen Sie damit? Doch, 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 ja! Ha! Sie suche ich gerade! Ich sie auch. Wo ist meine Tochter Margot? Auf der Weide. Wenn Sie vielleicht glauben, dass ich mein Vermögen oder meine Tochter an ein Habenichts weggebe, da haben Sie aber geirrt. Habenichts? Bilden Sie bloß ja nicht ein, dass ich irgendwas von Ihrem Geld will. Nicht einen Pfennig. Aber wenn Sie der Familie Jansen helfen wollen, dann wäre das eine gute Tat von Ihnen. Ich stehe Ihnen dabei nicht im Wege, ich wandere dann sowieso auf. Glückliche Reise. Wenn Sie sich mit mir anlegen wollen, dann kommen Sie genau an den Rechten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich liebe Ihre Tochter. Meine Tochter. Elektrisch geladen. Das habe ich gemerkt. Gehen Sie mal weg. Das ist meine Tochter, ein starkes Stück. Aber seien Sie beruhigt, ich nehme Sie nicht. So, sind Sie gekommen, um mir das zu sagen? Nein, ich bin gekommen, um Ihnen was ganz anderes zu sagen. Ja, das Holz, mein Landtag. Na, das bin ich aber. Wenn ich nur einmal Glück haben soll in diesem Leben, dann nehme ich mir Ihre Tochter. Aber ohne Sie zu fragen. Ja. Und Ihr Geld, das können Sie dann sauer kochen, die eingebildete Geldtaxi. Wie Sie sehen, sind wir bereits geschiedene Leute, nicht wahr? Komm, mein Kind, wir fahren. Also, ich fahre jetzt ab. Dass du jetzt abfährst, das verzeihe ich dir niemals. Ach, lächerlich. Überlege es dir doch nochmal, mein Kind. Ich habe es mir überlegt. Ich bleibe. Ach, lächerlich. Ich sehe dich schon angekrochen kommen. In spätestens 3 Wochen. Auf allen Vieren. Ich denke nicht daran. Ich bin nur gespannt, wie weit du kommst mit deinem großen Kopf und ohne Vaters Kleingeld. Steck dir doch dein Kleingeld an den Hut. Ich heirate ihn doch. Weg ist sie. Na, Manitou. Großer Parkplatz. Sie ist zerstört. Na, gut, gibt's da bei dir an, großer Sheriff. Zwangsvollstreckung. Aus dem Weg. Och, das hätte ich nie gedacht, dass Onkel Parkplatz so ein Versager ist. Hallo! Hallo! Du bist noch da? Wie du siehst, nein. Das ist gerade Jochen Marc. Aus ihnen ist ein Liebespaar geworden. Sehr zum Missfallen ihres Vaters. Dieser ist nach dem Streit mit Jochen sofort abgereist. Doch er scheint etwas im Schilde zu führen. Nun sind Edelbert, Ralf und Onkel Pankratz weg und Oma glaubt nicht mehr daran, dass der Imhof noch gerettet werden kann. Selbst Alice versucht, den Onkel davon zu überzeugen, wie sehr alle am Imhof hängen und dass nun die Versteigerung droht, scheint ihn nicht zu interessieren. Dick sperrt immer noch für Ralf. Sie schreibt täglich in ihr Tagebuch, wie sehr sie ihn vermisst und hofft, ihn bald wiederzusehen. Heute ist nun der Tag, an dem der Innenhof versteigert werden soll. Sehen Sie mit mir, wer denn nun den Zuschlag erhält. Schnell, die Versteigerung beginnt gleich. Ja, dann komm.
Versteigerung ist eröffnet. Es ist beabsichtigt, den gesamten Immenhof mit dem Inventar zu versteigern, insgesamt zu veräußern. Das Mindestgebot für den Immenhof liegt bei 180.000 D-Mark. Wer bietet? Wer? Ja. 180.000 Mark sind geboten. Gibt es weitere Gebote? 180.000 zum Ersten. 180.000 zum Zweiten. 180.000 zum Dritten. Verkauf. Ich hätte Frau Jansen so gern das geliebte Meißner-Porzellan gerettet. Und ich die alte Kuckucksfrau. Du, hör mir bloß auf mit Kuckuck. Wer ist der Heidi überhaupt? Hat einer von euch den schon mal gesehen? 18. Dann hätte ich hier noch eine Unterschrift. Jetzt reicht's mir. Ja. So, jetzt gehört der ganze Krempel mir. So ist es. Von Roth, gratuliere zum Kauf. Klingt für ungut, Herr von Roth. Sagen Sie, steht hinter Ihnen eine Bank? Nee, nur Geld. Viel Geld. Können Sie mir vielleicht verraten, was Sie aus dem Innenhof machen wollen? Klar, ein Ponyhotel. Jetzt hat dieser Kerl mir auch die Idee gestohlen. Ein Ponyhotel will er daraus machen. Vergiss alles. Ich war frei, Jochen. Wir fangen neu an. Ihr? Den Herbst schaffen. Aber du kannst doch meine Wege hier über alles verzichten. Doch, das kann ich. Ich möchte, dass du meine Wege. Aber auch eine Kleinigkeit für dich. Und noch was? Dein Querschnitt in den Dickkopf. Aber hör mal, ich hab doch keinen Dickkopf. Ich hab nur was dagegen, dass dein Vater immer... Wer ist wichtiger? Mein Vater oder ich? So eine dumme Frage. Hallo Jochen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Immenhof. Heute soll doch die Versteigerung sein. Tja, Peter, da kommst du leider zu spät. Die Versteigerung ist gerade beendet. Und der Immenhof hat einen neuen Besitzer. Aber darf ich dir meine zukünftige Frau mit Marco vorstellen? Zukünftige Frau? Guten Tag, gnädige Frau. Na, da bin ich jetzt aber noch ein wenig überrascht. Guten Tag, Peter. Ich darf Sie doch nennen. Jochen hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt. Sie haben mir im letzten Jahr geholfen, das Forsthaus zu kaufen. Ich möchte bestens Bescheid. Alle Achtung. Klar dürfen Sie mich Peter nennen. Ja, ich habe Jochen im letzten Jahr zwei seiner Pferde abgekauft. Mirabelle und Heinrich. Zwei Prachtpferde, sage ich Ihnen. Doch dass ich jetzt die Versteigerung verpasst habe, finde ich sehr schade. Ich wollte eigentlich mitsteigern. Ja, das ist wirklich sehr schade. Doch man kann nicht alles haben. Aber ich glaube, ich lasse euch beide jetzt lieber alleine. Ihr habt bestimmt noch viel zu bereden. Bis später, Jochen. Machen Sie es gut, Peter. Bis bald. Wiedersehen, Margot. Prachtpferde sind es, die du verkaufst, Peter. Jochen. Tschüss, Margot. Ach, Jochen. Es ist schön, dass du wieder heiraten willst. Nach dem Tod von Angela habe ich mir schon richtig Sorgen um dich gemacht. Tja, der Tod von Angela war ein schwerer Schlag für mich. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich so schnell wieder verlieben würde. Aber wo die Liebe hinfällt. Margot ist so... Ach, Jochen. Es ist schön. Und wir werden das schon packen. Sag mal, Peter, möchtest du mein Trauzeuge sein? Ja, sehr gern sogar. Gut. Nun ist es endlich soweit. Jochen und Margot heiraten. Alle haben sich in Schale geschmissen und sogar ich wurde eingeladen. Es soll ein rauschendes Fest werden, von dem die Gegend noch lange sprechen soll. Edelbert und Onkel Pankratz sind nicht da. Ob sie wohl noch kommen?
Aus deinem Tagebuch. Dani hat alles fein sauberlich abgeschrieben. Und mir geschickt. Du weißt alles? Mhm. Freue mich so, dass du da bist. Halt schnell, dass du auch bitte was. Und so frage ich dich, Margot Hallgarten, willst du den hier anwesenden Jochen von Roth zu deinem Ehemann nehmen, ihn lieben und ihn ehren, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit, ja, ich will. Ja, ich will. Und auch dich, Jochen von Roth, frage ich, willst du die hier ebenfalls anwesende Margot Hallgarten zu deiner Ehefrau nehmen, sie lieben und sie ehren, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit, ja, ich will. Ja, ich will. So gebet zur Bestätigung dessen die rechte Hand. Weil ihr als Christen eheliche Liebe und Treue geschworen habt, traue ich euch als ein Diener Gottes zu christlichen Eheleuten. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nun wechselt die Ringe. Eure Treue sei rein und lauter wie dieses Gold. Und eure Liebe sei unendlich wie diese Ringe. Jochen von Roth, Sie dürfen die Braut küssen. Na, hat alles geklappt? Haben Sie den Auftrag ausgeführt, habt ihr? Ja, Herr Pankratz, ich habe Ihren Auftrag ausgeführt. War gar nicht so einfach, die ganze Sache zu ersteigern. Den Kaufvertrag, die Rechnung, Kostenvoranschläge und der ganze andere Pipapo ist hier drin. Gut, fein, danke. Sind Sie denn mit mir zufrieden, Herr Pankratz? Lieber Köpke. Ich empfehle mich. Na, die werden Augen machen. Ja. Sind die überhaupt mitgekommen? Nee, das ist ja gerade überraschend, mein Junge. Leider zu spät. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wenn ich schon zu spät zu eurer Hochzeit komme, dann bitte ich mir heute eins aus. Vertraut euch meiner Führung an. Siehst du, Jochen, nun ist unser Papst doch noch gekommen. Schön. Sag mal, hättet ihr gedacht, dass Onkel Pankratz, dieser Versager, noch den Mumm hat, hier aufzukreuzen? Na, Mensch, Edelbert. Wollen wir uns dann mal wieder vertragen? Ja, los. Okay. Du, Dicky, trittst die Wehe ab? Musst du selber fragen. So eine Hochzeit ist doch immer wieder schön. Leider hatten wir nie zusammen das Vergnügen. Ach, und jetzt alles Vater Pankratz nach. Meine lieben Kinder, seid mir doch bitte nicht... Nein, seid doch bitte den alten, querschieligen Dickkopf nicht böse, wenn er euch heute hier wieder auf den Innenhof geführt hat. Aber, tja, naja, das ist also mein Hochzeitsgeschenk für euch. Papi, danke! Und für Sie, verehrte gnädige Frau, Oma, das heißt, wenn Sie überhaupt mit diesen alten, querschieligen Dickköpfen unter einem Dach leben wollen, ich danke Ihnen. Ja, Jochen, alte Rimmel, ich wusste doch schon immer, dass du der Richtige bist. So wie du, damals hat mich ja noch keiner so angeschnauzt auf der Koppel, mein Lieber. Verzeih mir, Schwiegerpapa, soll nie wieder vorkommen. Ja, schon gut. Wir werden wieder auf dem Immenhof wohnen. Ich kann's ja noch gar nicht fassen. Pundlichen. Auf diesen Kuss habe ich 19,5 Jahre gewartet. Ralf, dass du gekommen bist. Ich darf doch jetzt öfter wiederkommen, ja? Muss ich dir darauf antworten? Natürlich. Und wer küsst mich?
Du, Dicky, muss ja nicht die letzte Hochzeit auf dem Imhof gewesen sein. Ich danke Ihnen, Herr Heilgarten. Es ist das schönste Geschenk, wieder zu Hause sein zu dürfen. Gern geschehen, Oma Jan, gern geschehen. Und nun noch den Brautstrauß. Oh.